Hallöchen, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zurück bei Let's Play Half-Life. Ja, bevor ihr euch wundert, wieso ich jetzt auf einmal weiß, wo es lang geht und was wir tun müssen, ich habe nachgeschaut. Also ich habe wirklich nachgeschaut bei einem anderen Let's Player, der übrigens bei Folge 11 schon so weit war, wie wir jetzt bei Folge 20 bzw. 21. Ist ja auch egal. Ja, ich war so sehr darauf bedacht, mit dem Zug hier durch diese verdammte Mauer zu fahren und diese Mauer wegzukriegen, dass ich nie im Leben auf die naheliegendste Lösung gekommen wäre, wenn ich nicht nachgeschaut hätte. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Und zwar, es ist so blöd einfach. Das ist so blöd. Ich muss einfach hier hingehen. Zack. Und dann geht die Tür auf. Tja. So einfach kann es gehen. Und jetzt machen wir mal da dieses Ding kaputt. Hoffentlich stehe ich jetzt ausnahmsweise mal weit genug weg. Jawohl. Ihr Lieben, so kann es gehen. So schnell, so einfach. Aber naja, gut. Ich weiß auch nicht, wieso ich unbedingt mit dem Zug weiterfahren wollte. So, mir wurde gesagt, spiel doch mal mit dem Revolver. Der scheint wohl ziemlich gut zu sein. Und deswegen habe ich den jetzt hier die ganze Zeit in der Hand. Ich habe übrigens jetzt nicht unbedingt weitergeschaut. Also was heißt unbedingt weitergeschaut? Er ist dann halt hier reingegangen. Und dann habe ich noch gesehen, dass hier unten ein Gegner steht. Stand bei ihm zumindest. Ja, genau da. Und, so, kaputt. Jawohl, kaputt. So. Und, ja, weiter habe ich aber nicht geschaut. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Sieht ein bisschen aus wie eine Rakete. Oder ist das ein bisschen abwegig? Da unten haben wir Stars and Stripes, die wunderschöne Flagge von Amerika. So, hier ist nichts mehr. Hier kann ich leider nicht erkennen, was draufsteht. Ich denke mal, wir müssen die Leiter hier runtergehen. Und ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch mehr Gegner auf uns warten. Nein, es war offenbar nur der eine. Okay, nicht, dass das Ding hier gleich irgendwie loslegt. Das wäre ein bisschen blöd. So, ich hoffe, die Tür geht jetzt hier einfach auf. Ich habe so ein bisschen Angst, weil ich ja nie weiß. Ach was. Guck mal an, da steht Kollege Zug. Wie schön. Hep. Ist hier irgendwas? Ah, ein Medipack ist hier schon mal sehr gut. Sehr schön. Eine Kiste haben wir ja auch. Was war das? Was ist das? Ach so, Munition oder was? Ja, wahrscheinlich, ja. Was soll es sonst sein? So, dann haben wir hier also den Zug. Okay, mit dem müssen wir wahrscheinlich gleich weiterfahren. Ah, oh. Ach, schön. Dann laden wir erstmal wieder unseren Anzug auf jeden Fall. Boah, das muss auch mal zwischendurch sein. Schade, dass die Dinger irgendwann leer gehen. Ja, in meinem Fall nicht so gut. Oh, da haben wir rote. Ist jetzt rot irgendwie... Okay, kann man nicht kaputt machen anscheinend. Das heißt, wir setzen uns auf das Ding. Und fahren mal ganz langsam los. Passen wir jetzt da durch? Nein, ich glaube nicht, oder? Ich duck mich mal lieber. Okay, da höre ich wieder irgendein komisches Gefiech. Uah, okay, stopp. Halte an, mein Guter. Ah. Oh, es ist schon kaputt. Ein Schuss nur, okay. Deswegen Revolver. Da hinten das andere Vieh, ich sehe es. Kann man so weit schießen? Jawohl, es ist kaputt. Okay, super. Nachladen. Jawohl. So, ein Stückchen weiter vor. Oh, oh. Oh, oh. Meine Güte. Das war, glaube ich, mal wieder mehr Glück als Verstand. Kurz gucken. Okay, sollen wir mal hier aussteigen? Ah, nee, warte mal. Wir fahren noch mal ein Stückchen vor. So, stopp. Stopp. So. Dann gucken wir mal, ob es hier irgendwas gibt. Okay, das sieht doch irgendwie wieder aus, als ob man hier irgendwas aktivieren müsse. Vielleicht müssen wir da irgendwo anders hin, irgendwo anders lang. Dann mal hier auf der anderen Seite nachgucken. Da haben wir auf jeden Fall dieses komische Viech gerade erledigt. Oh, und noch ein Typ hier. Oh, was denn? Wo denn? Wer denn? Ich sehe nichts. Ich höre nur was. Das ist da noch mehr kaputt. Okay. Aber da war doch gerade wieder so ein Matschevieh. Ich weiß nicht, wie ich manchmal auf diese Namen komme. Ah, nein, Hilfe jetzt. Ich wollte springen. Ja, weil ich kann nämlich, das habt ihr mir auch gesagt, also auf diesem Abschnitt hier kann man laufen, aber halt nicht in der Mitte. Da kriegt man dann halt die ganzen Stromschläge.
Was natürlich auch irgendwo logisch ist. So, und jetzt machen wir wieder hier ganz langsam weiter. Das mit dem Ducken ist eigentlich auch eine tolle Idee, ne? Ich könnte eigentlich die ganze Zeit geduckt durch die Gegend fahren. Aber wer weiß, ob wir dann nicht irgendwas übersehen. So, hier war eine Tür, habe ich gerade von der anderen Seite gesehen. Ich weiß nicht, ob es hier weitergeht. Wir schauen auf jeden Fall mal rein. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe, soll ich nachladen? Ja, kommt. Ich mache es mal. Tür auf. Oh, das hört sich irgendwie nicht so gesund an. Tür auf. Tür auf. Oh, das war das Viech. Okay. Habe ich dich erwischt? Oh, jetzt hört sich's wieder so traurig an. Oh, Manu. Okay, mehr ist hier anscheinend nicht. Doch, da, ich sehe dich. Und da oben. Sehr schön. Okay, der Revolver ist eine ganz, ganz feine Sache. Ja. Gut, jetzt war hier irgendwie nur Munition. Kann das sein? Munition kann ich immer gut gebrauchen. Munition ist immer eine feine Sache. Was steht hier? Das kann ich nicht lesen. Dead? Dead Freeman? Irgendwas? Ich kann das Wort hier nicht lesen. You're dead? Freeman? Steht da you're dead? Oh mein Gott. Das ist bestimmt, das hat bestimmt irgendwas mit diesem Aktenkoffer-Menschen zu tun, ne? Mr. X? Hieß der so? Hab ich schon wieder vergessen. Okay, ganz langsam geht's jetzt hier wieder vorwärts. Mach, gemach, schei, habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen, ja. Und manchmal ist man einfach so aufgeregt und so hektisch, dass man dann irgendwie ja so ein bisschen überschwänglich wird. Und gemach machen ist, glaube ich, ja, das sollte ich mir mal so auf den Monitor pappen irgendwie. Ja, Gott, ich denke mal, das Spiel stürzt ab. So, um die Kurve, was erwartet uns da? Erstmal nichts. Was zum Teufel? Stopp! Hilfe! Vorwärts! Stopp! Was war das denn bitte? Es erwartet uns überhaupt nichts. Na super, jetzt haben wir wieder nur hier zwei Leben. Naja, 11. Okay, ich mach mal geduckt weiter. Kommt das jetzt nochmal? Wow! Hallo? Ich schieß einfach mal. In der Hoffnung, irgendwas, irgendwen zu treffen. Was ist das bitte? Hallo? Oh mein Gott, was ist denn das? Ist das so ein Viech? Jetzt starten wir von hier. Ich werde verrückt. Oh nee, ich dachte... Ah, stopp. Nein, hallo. Hier, halt mal an das Ding. So, erstmal du. So, dann du. Dann du da hinten. Ich habe gedacht, wenn da steht, dass irgendwas gespeichert oder geladen wird, dass er dann auch automatisch speichert. So, dich habe ich nicht vergessen. So, war jetzt hier noch irgendwas? Das habe ich wieder vergessen, ob jetzt hier irgendwas war. Wir laufen nochmal lieber nach da hinten. Oh, das tut mir jetzt mal wieder ja, leid, dass... Hep. Nicht wieder feststecken. Oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Kann man das Ding bedienen? Ah, komm, der bewegt sich ein bisschen. Aber, na, mach mal Sprung. Nein, okay, dann machen wir es anders. Spiel laden, zack. So. Ging jetzt halt gerade nicht anders. So. Das habe ich ja schon mal so gemacht, falls ihr euch erinnert. Ach nee, hoppala, nicht. Wo ist denn mein Fadenkreuz da? Das wollte ich eigentlich auch mal größer stellen, aber irgendwie kam ich da bisher nicht zu. So, dich. Du da hinten lebst noch? Okay. Weil ich dich wahrscheinlich nicht genug, gut genug getroffen habe. Jetzt bist du platt. Okay, dann nicht das hier vergessen. So. Halte mal an. Obwohl, da war ja jetzt nichts. Oder war da Munition? F9. So, hepp. Dann gehen wir jetzt nochmal schauen. Nee, da war nichts. Ah, ach so, da ist ja dieses Viech wieder hinter der Tür. So, jetzt hopp, hopp. Och, Manu, warum springt der denn nicht, wenn ich es ihm sage? Hepp. Wunderbar, Herr Freeman. Okay, da haben wir wieder so ein Dingsbums da. Hier kam mal jetzt nichts weiter. Hier war nur die Tür um die Ecke, richtig? Und da war ein komisches
Viech hinter und ein Headcrab und ganz viel Munition. Dann halten wir mal an. Hopp, drücken F9. Machen die Tür auf. Lassen das Ding einmal spucken. Ach, nichts, füllbar, nicht so. Kaputt. So, und hier war doch der Krebs. Und da oben das Ding. Ach, das lassen wir einfach im Leben. So. Oh, was ist das? Kann ich nicht einsammeln. Was ist das? Ist das eine Lampen? Nee, eine Lampenmunition ist das nicht. Naja, ist auch egal. So, dann F9. Ich speichere jetzt alle 2 Meter. Okay, und jetzt kam doch dieses kuriose, komische Dingsbums da. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg und guck mal, ob man das auch von hier steuern kann. Ja. Ich glaube, dann habe ich einfach so ein bisschen einen besseren Überblick. Keine Ahnung, ob ich mir das jetzt nur einbilde. Ich hoffe auch, ja, weiß ich nicht, oder ist es besser, sich weiter vorne hinzustellen, wegen Deckung und sowas allem? Naja, egal. So, warte mal, jetzt kannst du mal hier ein bisschen schneller um die Kurve fahren. Ja, so. Wir machen nochmal F9. Ich gehe doch nochmal ein Stückchen weiter vor. Ducke mich, ganz gekonnt. So, eins, da kommen immer 2 hintereinander, oder? Nee, doch nicht. Ich weiß nicht, auf was ich da schieße. Wow, 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 ey. Ah, nachladen. Was ist das bitte? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum kann ich das nicht kaputt machen? Fahren wir jetzt dran vorbei? Sehe ich, was das ist? Okay, es ist einer dieser Roboter, dieser komischen Typen. Sollen wir da mal eine Granate vielleicht hinwerfen? Ja, ich weiß, ich mit meinen Granaten. Ducken. So, hallo. Vor allen Dingen, der schießt auch einfach. Der sieht uns doch bestimmt überhaupt nicht. Oh Mann, war das ein bisschen zu früh? Ich glaube schon. So, wir werfen mal noch eine, vorsichtshalber. Und wir werfen noch eine dritte. Wir haben keine mehr. Wir haben keine mehr. Okay, jetzt fahre ich einfach an dem vorbei. Baller wie verrückt. Okay, und halte das Ding an. Wow, das war knapp. Seht ihr die Mine? Ach, du liebes bisschen. Okay, wir fahren ein Stückchen zurück. Oh, das war knapp. Falsche Taste wieder so. Stopp. Okay, F9. So, dann nehme ich aber wieder die Pistole bitte in die Hand oder den Revolver oder was auch immer. So, und hier ist ein Medikit. So, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, können wir das Ding auch steuern? Nö, natürlich nicht. Warum sollten wir auch? Okay, jetzt machen wir die Mine kaputt. Hallo? Müssen wir das hier in der Seite machen? Ah, okay. So, ja, da ist der Typ nochmal schön explodiert. Auch eine ganz feine Sache. So, ist hier irgendwas mit den Rohren? Nein, da ist nichts. Ich höre doch aber irgendwas, oder? Bilde ich es mir nur ein? Hoppala, jetzt ist er da wieder drüber gesprungen. So. F9. Nachladen. So. Und derweil können wir hier schon mal loslegen. Es geht auf jeden Fall ein Stückchen weiter. Ja, können wir mal hier so bis um die Kurve, können wir mal ein bisschen schneller fahren. Weil hier ist ja offensichtlich nichts. Ich duck mich mal lieber vorsichtshalber. Oh Mann. Die, Freeman. Oh nee, ey. So, wir fahren noch mal ein Stück zurück. Stopp, stopp. Ein Stück vor. So. Na, und. Tadaradatsch. Oh Mann. Das schreibt doch bestimmt der Typ. Obwohl, naja, warum sollte der? Ich meine, der sieht jetzt nicht so aus, als ob der da irgendwie so Zeug mitschleppt irgendwie, um hier so Sachen dran zu schmieren. Aber wer soll denn das sonst sein? Ich meine, die Viecher, können die sowas? Und die US Marines werden es ja wohl auch kaum dahin schreiben. Nehme ich jetzt einfach mal an. Naja. Also dieser Typ ist mir auf jeden Fall höchst kurios. Der Aktenkoffermann. Wir müssen mal gucken. Oh, da vorne ist schon wieder eine Schranke. Da geht es bestimmt nicht weiter. Und hier wartet bestimmt irgendwas auf uns. Liebe Grüße. Die kommen, glaube ich, auch angerannt, oder? Wenn die uns gesehen. Oh! Oh, 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 oh. Der spielt Verstecken mit uns. Oh, hier.
da. Hab dich. Ja, da lachst du, wa? Okay. Noch einer, noch einer, noch einer, noch einer. Okay. Oh, da steht noch einer in der Ecke, oder? Ja, hallo. Okay, Revolver ist eine feine Sache. Wie viele sind denn da? Wow, da ist noch einer. Nachladen. 4 Stück. Wow, 5. Oh mein Gott. Wir fahren trotzdem mal bis vor zur Schranke. Wer weiß, was hier noch auf uns wartet. Okay, erstmal nichts. Okay, so, der Zug fährt auf jeden Fall nicht weiter. Kann der Zug nicht einfach durch die Schranke durchfahren eigentlich? Naja, egal. Okay, aufladen auf jeden Fall. Oh, guck euch das mal an, wie viel Leben wir wieder haben. Das ist ja total toll. 100 Leben und 55 Rüstung. Das ist großartig. Also für unsere Verhältnisse ist das wirklich großartig. Ich speichere kurz ab, drücke mal Escape und beende erstmal die Aufnahme. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.